Wir testen heute zwei vegane Neuheiten. Bleibt mal dran. Hallihallo, hier ist die Alexandra und der Lars von Rohe Energie. Falls die Alexandra heute mal gähnt, es sei ihr verziehen, sie hatte eine harte Woche und eine kurze Nacht und bitte habt Verständnis. Wir testen heute zwei vegane Neuheiten. Einmal, das könntest du hochhalten. Entschuldigung, ich schlafe noch. Den Simply V frische Genuss, das ist so ein bisschen wie Quark, aber es schmeckt nicht wirklich wie Quark. Wir testen das aber gleich, ja. Und dann testen wir noch das Next Level Chivapchichi von Lidl. Ich habe mir auch die Mühe gemacht und das vorher schon mal angebraten. Ja, mal gucken, wie es schmeckt. Das müssen wir da mal probieren. Wir haben es noch nicht probiert und wir legen gleich los. Dieses Video wird übrigens unterstützt von Aquion, der Heilquelle für zu Hause. Wir haben dieses wunderbare Wassergerät jetzt schon seit einem Jahr, sind mega, mega zufrieden und viele Leute, die das über uns gekauft haben, sind absolut begeistert. Ihr könnt es auch 14 Tage kostenlos zu Hause testen. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da erfahrt ihr mehr und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir starten einfach mal mit den, ja, Simply V frische Genuss. Und zwar sollten wir vielleicht erstmal vorlesen, was drin ist. Und den Unterschied mal machen. Ich muss meine Brille auch abnehmen, weil sonst wird es schwierig. Also, wir haben hier einmal den cremig. Ach, der ist, das ist wie so eine amerikanische Münze. Die muss man so drehen und darf sie nicht... Nee, es ist verkehrt. Nee, es ist so rum und so rum. Na ja, gut. Ja. Haben sich bestimmt was beigedacht. Ist auch was. Wir haben eine cremige Variante und eine leichte Variante. Was ist denn der Unterschied? Ich habe hier bei der leichten 56 Kilokalorien. Ich habe hier bei der cremigen 118 Kilokalorien also pro 100 Gramm. Doppelt. Also sollten wir vielleicht mit der cremigen dann anfangen. Ja? Also es gibt also quasi eine Light-Variante und eine normale Variante. Jetzt habe ich es verstanden. Fett bei der leichten ist 1,8 Gramm. Bei der cremigen 8,8. Ah ja. Dann Kohlenhydrate 2. Habe ich auch. Und Eiweiß ist hier 6,6. Das ist hier auch. Genau, Salz, gar kein Salz drin. Hier 0,03. Ja, das genau. Ist keins, ja. Ja, also nichts zugesetzt. Drin ist, ich glaube, das ist bei beiden ähnlich. Mandelerzeugnis 90%, 7% Skiöl, Maltodextrinsäureregulator, Tricalcium, Citrat, Stabilisator, Pektin und Reifekulturen. Ja, so ähnlich ist es hier auch. Hier ist noch mehr Johannesbrotkernmehl drin. Ja, klar, weil man natürlich mehr Bindemittel braucht. Ne? Genau, also nochmal zur Erklärung. Cremig ist wahrscheinlich so wirklich vollwertig lecker, ja? Ja. Mit 118 und das sind 56 Kilokalorien für die, die irgendwie... Das ist ein Magerquark und das ist so wahrscheinlich hier, keine Ahnung, 40%, 20% habe ich noch nie gekauft. Keine Ahnung, wie viel Fett da drin ist, aber ne, das ist halt eben die Magerquark-Variante und das ist die Normalquark-Variante. Genau, wir machen mal auf und testen das mal. Ja, vom Look her, das habe ich noch nicht einzeln gefilmt. Es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, es ist eine Creme. Geruchsmäßig sehr neutral. Die riecht sogar sehr lecker hier. Finde ich so richtig quarkig. Darf ich mal riechen? Ja. Ja, die riecht komischerweise tatsächlich deutlich weniger. Die cremige Variante. Ja, ja. Also man sieht auch schon, die cremige ist deutlich fester als die leichte. Die ist schon, ist auch viel mehr am Deckel hängen geblieben jetzt. Ah ja, gut. Dann, ich will mal gerade einen Schluck Wasser. Und nehme mal ein bisschen was von der, wir fangen an mit der cremigen, ja. Mhm. Schmeckt sehr säuerlich. Mhm. Das Saure, wir sind ja bei dem hier, warte mal. Das Saure kommt von den Reifekulturen wahrscheinlich. Mhm. So ein bisschen wie Joghurt, ne? So ein bisschen, also ja, weil sonst wird es ja nicht reifen. Schmeckt sehr säuerlich, schmeckt nicht wie Quark, finde ich. Also ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, wie Quark schmeckt. Ich auch nicht. Ich war sowieso noch nie so ein besonders großer Quark-Fan, muss ich gestehen. Ich habe immer lieber Joghurt gegessen. Das schmeckt gehaltvoll, also weil es ja aus Mandelerzeugnis. Ja. Danach schmeckt es im Endeffekt. Ja, es schmeckt also es hat so ein bisschen gemahlene Mandeln. Richtig. Ja, also so ein bisschen,
man hat so ein bisschen Struktur noch, also wie oder wie ja. ein bisschen sandig. Sandig, ja, also ja. Sandig ist falsch, weil es ist nicht trocken. Cremig sandig. Ja. Aber es ist so wie wenn du halt Mandeldress da nimmst und irgendwie mit irgendwas auffüllst, so, ne? Dass da halt eben noch so ein bisschen Granulat quasi drin. Genau. Ist. Ich hatte gesehen, dass man damit ganz viele Rezepte nachmachen kann, wie Käsekuchen, irgendwelche Sachen, wo so Quark oben drauf wird. Du kannst damit backen. Es gibt ja viele Rezepte auch mit dem Quark. Also dafür ist das wahrscheinlich sehr gut geeignet, um das so zu essen, jetzt auf Brot oder so. Wobei, wenn es mit was Süßem, dann ist wahrscheinlich auch, wenn du dann irgendwie Marmelade drauf machst oder so, dieses Säuerliche mit dem Süßen zusammen ist bestimmt also auch. Also ihr müsst diesen säuerlichen Geschmack mögen. Ja. Wenn ihr sagt, nee, ich will das ganz neutral, dann ist das nichts für euch. Aber wer auf sowas Saures steht, gibt ja auch so Joghurts, die so richtig schön sauer schmecken. Ja, ja oder so Kefirs oder sowas. Genau, das Kefir, das ist gut, das ist ein guter Vergleich. Ja. Das schmeckt eher wie Kefir. Also ich habe nie in meinem Leben Kefir gegessen, aber ich... Getrunken? Keine Ahnung. Also du weißt nicht mal, was Kefir ist. Doch, das wird irgendwie aus komischen Dingern dahergestellt. Nee, aus komischen Dingern wird das. So Knollen, egal. Die man damit aufgießt, irgendwie so. Was? Nein, das ist mit der Kuhmilch. Ja, das ist so ein vergorenes Ding, was man wieder aufgießen kann. Mein Vater hat das mal gemacht, keine Ahnung. So. Ja, mit Kefirkulturen, ja. Also es schmeckt wie ein fester Kefir. Das ist der Geschmack für Leute, die jetzt nicht so viele vegane Sachen bisher gegessen haben. So schmeckt es. Und man kann da sicherlich ganz tolle Sachen mit zaubern. Mhm. Füllt eine Lücke. Ich weiß jetzt gar nicht, was es kostet. Ist mir auch egal. Wir haben es nämlich zugeschickt bekommen, Entschuldigung. Die haben uns mal welche zugeschickt, um zum Testen. Und das hier schmeckt lecker. Und jetzt gucken wir mal, ob der leichte großen Unterschied schmeckt. Gerade mit den Kalorien, für Leute, die Kalorien zählen. Nehmen wir jeder mal ein bisschen was raus. Ja, also wenn man es hier rausnimmt, merkt man schon, das ist deutlich eher joghurtig. Schmeckt nicht ganz so sauer. Nicht ganz so sauer, auch nicht ganz so fest. Also ich glaube, wenn man einen Käsekuchen würde hiermit besser funktionieren als mit dem leichten. Nee, weil der Magerquark eigentlich auch eher nicht so... Es kommt darauf an, was man machen will. Wenn man eine festere Konsistenz braucht, ist der... Nimmt mal beide, schüttet es zusammen. Geht auch. Kann man auch machen. Braucht man ja eh ein bisschen mehr. Ich überlege gerade hier. Der schmeckt auch nicht ganz so krümelig. Also so, da spürt man diese Mandel quasi nicht so sehr raus. Ja. Obwohl ich glaube, bei beiden gleich viel drin ist, oder? Nee, 97% ist bei dem. Ach so, bei dem ist sogar 97. Krass. Nee, ach so. Ja, ja. Hier ist mehr Mandel. Im leichten ist sogar mehr drin. Und der Hauptunterschied besteht wahrscheinlich in dem Öl? Ist da auch Öl drin? Nee, warte mal, lass mich mal bitte gucken. Also was ich jedenfalls... Ja, hier ist Chia-Öl drin, ja. So ein bisschen 7%. Genau. Ja, also ist eine Geschmackssache, was einem jetzt besser schmeckt. Ich würde ja jetzt, wenn ich was backen würde, eher diesen cremigen nehmen, weil der, wenn man was nachmacht, am ehesten, also ein bisschen gehaltvoller schmeckt. Ja. Und Leute, die sagen, hey, ich will das irgendwie auch wegen den Proteinen in mein Müsli machen, auf mein Brot, was auch immer, dann kann man natürlich auch diesen leichten hier machen. Ja. Eine sehr innovative, coole Idee, ja. Wie Quark schmeckt es nicht, muss ich ganz klar sagen. Also steht auch nicht drauf, hat ja keiner behauptet, ja. Das ist der frische Genuss, ja. Die rein pflanzliche Quark-Alternative, gut. Aber ihr müsstet es einfach mal testen, ob euch das schmeckt. Das ist ja alles Geschmackssache, ja. Ich würde das jetzt halt wirklich ja, auf Brot machen, mit Obst vermischen. Ins Müsli. Ins Müsli. Man kann damit auch mit Smoothies aufpeppen, habe ich gesehen. Und du kannst Soßen damit machen. Also auf der Webseite von denen gibt es sicherlich noch ganz viele auch Rezeptideen. Die sind ja mit Rezepten immer sehr pfiffig bei Simplify. Ja, genau. Simplify. Was ich halt super finde, ist halt der hohe Proteingehalt. Ja. Ja, das finde ich super. Weil das ist halt sowieso immer so ein bisschen, dass man da, gerade wenn man Kalorien zählt, dann auf seine Proteine zu kommen. Und da sind die mit 6,6, ne, habe ich so richtig in Erinnerung, eben schon ganz weit vorne. Ja, weil das ist dann sehr schwierig. Und da kann man einfach, wenn man sowieso halt irgendwie Obst mit Joghurt gegessen hat, dann kann man das halt mit dem Quark, dann hat man mehr Protein, aber ist bei den Kalorien ungefähr bei der gleichen Anzahl. Ja, das finde ich ziemlich super. Genau. Also haben wir jetzt mal getestet, dann wisst ihr schon mal so ungefähr Bescheid, ob das was für euch ist.
Und jetzt, am Montag war das, glaube ich, da bist du sogar noch mal einmal woanders hingefahren. Mhm. Gab es auch diese eine Sorte, oder? Es gibt nur, also da gibt es nur die eine Sorte. Next Level Cevapcici, veganes Cevapcici, Spanish Style auf Basis von Erbsenprotein zum Braten frisch. Ah, jetzt müssen wir gleich mal gucken. Ist denn da ist kein Soja drin, oder was? Nee, es soll kein Soja drin sein, habe ich gelesen. Ich gucke mal, Gerstenröstmalz, Hafervollkornmehl. Nee, ist kein. Ist also die Basis Erbsenproteinisolat, Gewürze, Fette, was auch immer. Und, das ist also dann sojafrei. Das ist für die Leute, die kein Soja vertragen, halt gut, ja. Und, also glutenfrei ist es nicht ganz, weil ich sehe ja Gerstenröstmalz drin. Also, aber es ist sojafrei. Gut, das ist ja schon mal gut. Ich finde es mutig. Ich habe Cevapcici seit 10 Jahren nicht mehr gegessen. Also keine Ahnung. War da auch noch nie so der Fan von. Ich fand das halt immer so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ich mochte das auch nicht so. Ich hatte das einmal gegessen in einem Restaurant und fand es irgendwie sehr knorpelig. Also das genau, das wird es jetzt nicht sein, sind keine Knorpel drin, hoffentlich. Nachträglich noch Knorpel. Ja, Knorpel aus Baumharz. Knorpelersatz, das wär's doch. Methylcellulose mit Baumharz. Was ich nur sehr lustig finde, ist veganes Cevapcici Spanish Style. Ja, weil Cevapcici kommt vom Balkan, wenn ich richtig informiert bin. Ja. So Serbien, Kroatien. Also nicht beschweren, hier sind wir froh, dass es was gibt. Irgendwie sind wir auf die andere Seite geschaut und haben. Ich will ja gar nicht. Riech mal dran. Also ich finde die Gewürze ziemlich gut. Ja. Es riecht sehr. Ist mir auch egal. Ne? Multikulti. Es riecht sehr würzig, aber auch exotisch so ein bisschen. Exotisch? Ja, es hat ich kann mal gucken, ob ich sehe. Was vielleicht drin ist an Gewürzen. Wir haben hier noch Hibiskus, Karotte, Rote Beete sind aber Farbstoffe wahrscheinlich. Ja, genau. Nee, ich sehe es jetzt nicht auf den ersten Blick, was ist. Aber es riecht gut. Ja. Jetzt würde ich es mal sagen, wollen wir uns eins teilen? Ja. Also du isst sowieso nicht ein ganzes Stück. Interessant. Schmeckt, haben ein paar Leute schon geschrieben bei Instagram, aber es schmeckt komplett anders als das Hack und als der Burger. Schmeckt komplett anders, ganz anders. Das ist halt gut, weil es füllt eine Lücke. Lücke. Mir schmeckt es total gut, weil es anders schmeckt. Was schmeckt dir daran nicht? Warte mal, ich muss nochmal. Es war jetzt der erste Bissen. Jetzt so im Nachgeschmack war es. Ich weiß nicht, aus was Cevapcici im Original ist. Ist es aus Schwein? Wahrscheinlich. Es schmeckt nämlich eher so vom Biss her. Deswegen mag ich es wahrscheinlich. Nicht wie Rind. Kommst du ein bisschen näher? Entschuldigung. Du rennst immer weg. Ich renne immer weg. Boah, du bist so toll. Ach ja. Es ist der erste Biss. Schmeckt so ein bisschen gummiartig. Mhm. Das und dann aber von den Gewürzen her und so und dann, wenn man weiterkaut, ist es tatsächlich doch lecker. Aber es kann wirklich sein, dass ich auch so diesen, also es ist schön scharf, das finde ich lecker. Aber nicht aber zu so scharf. Aber in diesem ersten Moment, wo man reinkaut und es schmeckt irgendwie so ein bisschen gummiartig und dann kommt noch so ein Geschmack. Es kann wirklich sein, dass das daran liegt, dass das vielleicht aus Schwein ist, weil als wir in Kroatien waren... Es ist nicht aus Schwein. Also das nein, es ist natürlich nicht aus Schwein, aber... Veganes Schwein. Die versuchen ja den Geschmack so nachzumachen, ja. Und als wir in Kroatien waren, hingen da ja überall die ganzen halben Schweine. Das kann sein, ja. Und ich mochte Schweine, ich fand es schon immer eklig. Also ich mag Schweine total gern, ja, finde ich total süß. Aber ich will sie nicht essen. Und mir haben sie geschmacklich eben auch noch nie geschmeckt, ja. Noch nie Schweinefleisch gegessen. Also ganz ehrlich, wer auf Cevapcici steht, ich habe vorher noch nie auf Cevapcici gestanden, der sollte das mal probieren. Es ist vor allem, glaube ich, also ich kann mich, es ist schon 100 Jahre her, dass ich dieses Cevapcici gegessen habe. Und es war trocken und knorpelig. Und trocken ist es halt zum Beispiel gar nicht so. Nee, schmeckt saftig. Ja. Was ich mir gut vorstellen kann, ist Fladenbrot mit Gemüse, Krautsalat und da die Dinger rein. Oder als Spieße. Ne? Als Spieße anstatt auch geil, wenn die Dings zu teuer sind. Die Beyond Meatwurst, ja. Genau. Mit und Ananas auf den Grill legen, das schmeckt bestimmt mega. Genau, Spieße daraus machen mit Gemüse. Und dann das Grillen, Grill. Sehr geile Idee. Ich habe gute Ideen im Moment. Hast du sehr gut. Ich bin völlig übermüdet, hast aber sehr gute Ideen. Das ist sehr gute Idee. Meine Kreativität. Was ich noch sagen wollte,
Die haben jetzt auch eine Aktion von Lidl. Die fahren jetzt mit einem Truck irgendwie durch die Gegend, durch Deutschland. Und dann kann man diese veganen Produkte probieren. Hast du gestern irgendwie im Internet gesehen? Genau, habe ich gefunden. Ja. Und die machen Stationen in verschiedenen Städten. Bei uns leider überhaupt nicht. Also Hessen haben sie komplett ausgeblendet. Die Großstädte, ja. Ich nehme mal... Nee, Frankfurt ist ja keine Großstadt. Ist nicht drin? Nee, Frankfurt ist nicht drin. Ah, okay. Ich sag ja, die haben Hessen komplett ausgeklammert, okay, glaube ich. Ich nehme an, dass die vielleicht auch dahin gehen, wo es klar ist, dass es in den Filialen vielleicht viel verkauft wird oder so. Weil sie haben zum Beispiel Bamberg drin und aber Frankfurt oder so nicht. Ja, ja, vielleicht machen sie einfach mal... Boom. Ist ja auch egal, jedenfalls. Oder vielleicht, wo sie denken, die Leute haben es nötig, das mal zu probieren. Ich weiß es nicht. Aber da könnt ihr ja einfach mal googeln und gucken, ob ihr das findet und ob das vielleicht bei euch auch in der Nähe ist. Ob da was in der Nähe ist und dann unterstützt es mal. Ja, ich finde es vor allem geil, dass die Discounter sich jetzt gegenseitig so ein bisschen versuchen zu übertrumpfen. Es gibt nichts Besseres. Ja, für uns natürlich nichts Geiles. Ja, weil Lidl hatte, ich hatte es in der Pressemitteilung gelesen vor ein paar Monaten, dass Lidl sich als Ziel, das ist ja keine Vision mehr, das ist ja ein Ziel, gesagt hat, wahrscheinlich 2020 werden wir der nachhaltigste Discounter. Ja. Und die werden mehr Bio, weniger Verpackung, mehr vegane Sachen, mehr Auswahl, mehr regional. Mhm. Ja. Und dann muss Aldi, sieht man ja auch an den Burgern, so, oh scheiße, Lidl und so Mist, zieht nach, dann zieht auch noch, dann erweitert Rewe Sortiment, Penny legt nach und so. Wahnsinn, ich finde es super. Ich finde es ganz toll. Deswegen zeigen wir auch diese Produkte immer wieder gerne, damit ihr wisst, was es so gibt. Gerade wenn ihr mal Besuch bekommt oder auch die Kinder. Ich bin so froh, dass wir jetzt wir haben jetzt ganz oft diese Lidl-Burger oder das Hack gemacht. Mhm. Ne? Das vegane Hack am Kindergeburtstag, das hat kein Kind gemerkt. Jetzt hätte ich gesagt, beinahe kein Schwein, das hat kein Kind gemerkt. Keiner hat was gesagt. Ja. Genau, es gab einfach Spaghetti-Bolognese und alle haben es gegessen. Ja, ich dann, nachdem ich die Kinder nach Hause gefahren hatte und noch was essen wollte, war alles weg. Genau, und das ist halt dann super, ne? Dass man halt einfach mehr pflanzliche Sachen unter die Leute bringen kann, ohne dass es irgendeinen stört oder sich jemand auch angegriffen fühlt. Ja? Ja. Finde ich total gut. So, also das hat mir wirklich gut, also mir hat es gut geschmeckt. Ich weiß nicht, ob ich es ständig kaufen würde, aber die Idee mit den Spießen finde ich super. Mhm. Wirklich tolle Spieße machen und dir auf dem Grill machen oder halt auch im Ofen vielleicht oder sowas. Mhm. Das wäre richtig lecker. Die Burger finde ich super. Von Lidl. Ich finde das vegane Hack halt total super. Sehr praktisch. Ich habe letztens aus dem Hack, das müsst ihr auch mal gucken, egal welches Hack ihr da nehmt, macht mal Bällchen da draus und macht da am besten aber noch so ein bisschen Gemüse mit dazu oder halt Zwiebeln oder irgendwas in der Richtung oder Tomaten noch. Ich habe Bällchen gemacht und habe die im Ofen gemacht und das hat den Kindern auch total geschmeckt. Das ist wie so groß wie Falafel werden die dann, einfach so rollen und es war voll lecker und es hat so wie Hackfleischbällchen geschmeckt. Deswegen ist dieses vegane Hack halt so vielseitig. Ja. Vielseitig. Man kann gefüllte Paprika machen, gefüllte Königsberger Klopse, man kann einen Auflauf damit machen, eine Lasagne, ja, was auch immer. Das ist echt klasse und auch für die Gastronomie. Bitte, liebe Gastronomie, nächste Woche kommt auch nochmal irgendwann ein Video von mir, wo ich sage, es geht so nicht weiter, ich akzeptiere das hier nicht mehr. Wir werden mal hier ein bisschen aufräumen in Deutschland und international. Wir müssen mal ein paar mehr Gerichte haben für uns, ja, damit ich auch unterwegs mal was zu essen kriege. So. Wir gehen jetzt einfach mal hier in jedes Restaurant, setzen uns hier hin, sagen so, ja, wie, sie haben nichts Veganes. Ja, dann gehen wir wieder. Müssen wir mal machen. Genau. Oder halt allen das Video schicken, was ich in ein paar Wochen mache. Genau. Das ist noch cooler. Das ist noch besser. Vor allem für uns. So, also, wir haben es geschafft. War lecker. Wie schon gesagt, das ist auch sehr lecker von Simply V. Aber schmeckt nicht so wie Quark. Schmeckt eher wie nach Mandeln und ein bisschen Kefir-mäßig. Und die veganen Kirabchichi, der Alexandra schmeckt es nicht, weil der hat es auch vorher schon nicht geschmeckt. Mir schmeckt es gut, obwohl es mir vorher Kirabchichi nicht geschmeckt. Aber ich finde auch, das ist eine ganz clevere Idee. Muss man halt einfach immer mal testen. Schmeckt es einem nicht. Geschmäcker sind halt verschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.